Unsere Mikrofräse MF70. Gemacht für die kleinen und feinen Fräsarbeiten. Kein Wunder, denn die Spindel schafft bis zu 20.000 Umdrehungen pro Minute. Somit bietet sie üppige Drehzahlreserven auch für die Verwendung von Fräsern mit kleinen Durchmessern. Für besonders sensible Arbeiten in problematischen Materialien lässt sie sich feinfühlig auf 5.000 Umdrehungen pro Minute stufenlos herunterregeln. Hier gewinnt man Flexibilität. Die Verwendung unterschiedlicher Fräser bei gleicher Schnittgeschwindigkeit ist möglich. Damit haben Sie immer die richtige Drehzahl für das entsprechende Material mit dem richtigen Fräser. Apropos Material. Mit der MF70 bearbeiten Sie problemlos die unterschiedlichsten Materialien wie Guss, Stahl, Messing, Aluminium, Kunststoffe oder Holz. Im Lieferumfang der MF70 zusätzlich enthalten sind ein auch als Zubehör erhältlicher Spannpratzensatz mit Befestigungsmaterial, das Bedienwerkzeug und ein Spannzangenblock mit dreifach geschlitzten Proxon-Stahlspannzangen in 6 verschiedenen Durchmessern von 1 mm bis 3,2 mm. Die Einsatzwerkzeuge halten in ihnen präzise und sicher. Dazu gibt es die passenden Einsatzwerkzeuge und viel sinnvolles Zubehör, wie zum Beispiel der dreiteilige Vollhartmetall-Schaftfräsersatz. Die Besonderheit bei diesen Fräsern: Sie haben 2 Spiralnuten und einen sogenannten Fischschwanzanschliff. Mit diesem Schliff, der bis zur Mitte des Fräsers reicht, kann der Fräser sehr leicht ins Werkstück eintauchen. Sicheren Halt für unser Werkstück bietet unser Präzisionsmaschinenschraubstock PM40. Der aus massivem Stahl gefertigte Schraubstock ist genau das Richtige zum Arbeiten mit der MF70. Genau wie der Teilapparat, den wir konstruktiv genau auf die Verwendung mit der MF70 abgestimmt haben. Mit ihm lassen sich nicht nur runde Werkstücke optimal bearbeiten, auch die Herstellung radial versetzter Bohrungen und Ausfräsungen ist möglich. Aber das ist ja schließlich nicht alles. Auch das Fräsen von Schlüsselflächen, von Vierkanten, Sechskanten und vielem mehr ist möglich. Und die Nonius-Skalierung am Futter bietet die Möglichkeit, gradgenaue Teilungen herzustellen. Perfekt beispielsweise für Lochkreise oder Verzahnungen. Befestigen kann man durch die durchdacht gemachten Befestigungsöffnungen sowohl horizontal als auch vertikal. So können auch längere Werkstücke eingespannt werden. Dazu gibt es im Futter eine Durchlassöffnung mit 11 mm Durchmesser. Befestigungsmaterial wird mitgeliefert. Auch hier gibt es als Verpackung ein hochwertiges Holzkästchen. Proxon. Geräte mit Charakter.